Mahlzeit, Leute. Erstmal herzlich willkommen auf unserem heutigen Samstagsvideo. Heute geht es um Ankäufe, heute geht es um Verkäufe. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und ich würde sagen, einfach mal Start ins Video. So, Mahlzeit, Leute. Gerade kommt, ja, ich sage das immer, es kommt eine Kundin rein. Es ist Tatsache, die müssten ja reinkommen. Also verzeiht mir, dass ich mal sage, gerade kommt eine Kundin rein. Sie kommt hier mit zwei grünen Kisten an und sagt, ich möchte Spiele verkaufen. Aber hast du Ahnung von Spielen? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Sie kommt also hier mit einem Konvolut an, da haben wir uns gerade drüber unterhalten. Ich war gerade draußen, da war einer am Rauchen, auf dem Weg dahin. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und zwar ist ihr Vater verstorben. Hm? Vater ist wohl verstorben und er hat ihr halt jede Menge Sachen hinterlassen. Und ein Kumpel von ihr hat ihr gesagt, komm zu Fair oder geh nach Fairplay, die zahlen vernünftige Preise. Sie hat sie auch bei eBay Kleinanzeigen drin gehabt, hast du direkt wieder gelöscht, ne? Ist noch nicht gelöscht, ich antworte den Leuten schon nicht mehr. Also sie, wie ihr es gerade schon raushört, sie antwortet schon nicht mehr, weil es einfach, ich finde, ich habe selber nichts bei Kleinanzeigen großartig drin, weil ich es mittlerweile räudig finde, was da für Angebote kommen. Man versucht einen fairen Preis zu bekommen und ich glaube, das geringste Angebot, was sagte sie mir gerade, waren 200. Und wir schauen einfach mal rein, was im Einzelnen da drin ist. Wenn es kompliziert ist, wie gesagt, mache ich daraus einen Cut, dass wir dann die Preise ermitteln und vielleicht, beziehungsweise euch ganz bestimmt hinterher sagen, was wir für die Sachen geben können. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Oben drauf liegt auf jeden Fall schon mal ein Pokémon Stadium. Ihr seht es da, leider an einer Stelle. Ja, die haben gelebt. Ich muss euch aber darauf aufmerksam machen. Wie gesagt, ich habe ja auch schon den einen oder anderen, der mal geschrieben hat, ja, aber du machst auf jeden Fehler aufmerksam. Wenn, es gibt, wie gesagt, manche, die gucken sich die Videos an und rechnen mit, was kann man dafür geben, was kann man nicht dafür geben. Und wenn ich dann auf sowas nicht aufmerksam mache, ich habe jetzt theoretisch einen Artikel für über 100 Euro in der Hand. Mit dem Abriss bin ich tatsächlich sofort relativ weit in den Keller. Also es gibt Sammler, die würden für das ohne Abriss 100 Euro geben. Aber ohne Abriss, also beziehungsweise mit Abriss, sind manche oder viele Sammler sofort raus und sagen, ja dann, wenn ich es für 50 kriege, ist es gut. Das muss man halt, wie gesagt, auf dem Schirm haben, dass man sowas auch ja, für sich selber auch mal eruieren kann. Warum ich auch auf diese Zustände den Zustand der jeweiligen Spiele eingehe. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein, was wir da so haben. Okay, alles in Tüten. Pack das mal hier vorne hin. Ups. Und dann fangen wir mal mit dem ersten an. Aha. Ja. Also ihr seht es schon. Ansonsten ist es ja wirklich von allen anderen Seiten top. Ausgerechnet auf der Front. Da war ein Aufkleber, wurde runtergerubbt. Dann passiert sowas. Die haben auch gelebt. Das ist ja auch in Ordnung. Völlig in Ordnung. Ich mach mal die Tüten hier vorne hin. Oh, das sieht tatsächlich bis jetzt richtig gut aus. Da wollen wir auch mal direkt reingucken, ob das Expansionspack mit drin ist. Wenn das nämlich mit drin ist, haben wir auf jeden Fall mit drin. Richtig nice. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine kleine Wertigkeit. Alleine das Expansionspack wird gleich schon in dieser Rechnung 30 Euro bringen. Mindestens. 30, 35 Euro. Ist auf jeden Fall komplett. Das ist schon mal sehr viel wert. Das hier kommt hier unten drunter, weil dann kriegt man es auch vernünftig wieder zu. Weil sonst bleibt man hier oben an dieser oberen Lasche hängen. Wenn man es auf der anderen Seite reinhängt. Nichts passiert. Aber ihr seht es schon, wirklich im sehr, sehr guten Zustand. Das wird auf jeden Fall gleich schon einen großen Batzen aus der Summe machen. Das packen wir uns schon mal dahin. Ja, Papiere, also Zettel, noch mehr Zettel, Classic-Tipps aus irgendeiner Zeitschrift rausgeschnippelt. Da sind natürlich die Zeitschriften-Schnipsel sind jetzt nicht das, was großartig was bringen wird. Hier haben wir ein NBA Jam 99. Dann haben wir das, die Beschreibung von NBA. Ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir Joe and Mac 3. Schmerzhaft, ne? Das ist richtig schmerzhaft. Morgen. Morgen.
Haben Sie noch Spiele für oder irgendwie? Schau es mal da unten in der. Ah ja. Okay, das ist alles PC, ne? So, wenn Sie mal durchschauen, ich weiß nicht, was. Was kosten die? Da war eben mal 15, aber wir Aha. sind ja am Trödeln, wir ja. können sprechen, ne? Die Hundehaare darf ich aber da lassen, ne? Welche Hundehaare? Die Katzenhaare. Nein, jetzt haben sie es gemacht. Oh. Oh, mein Herz hat geblutet. Und nein, ich hab's nicht mitgenommen. Wegen diesem Riss. Naja, weiter geht's. Weil theoretisch haben wir hier einen richtig hochpreisigen Titel. Durch diesen Abriss wird... Ich weiß nicht, ob ihr es mal gesehen habt, bei Retro Arcade Bar habe ich ja dem Finn auch eine Doom-Verpackung mitgegeben, wo die Verpackung ziemlich schlimm aussah. Das Modul selber kostete 35 und er hat inklusive Verpackung hat er 35 bezahlt. Das heißt, er hat die Verpackung als Bonus dazu bekommen. Ist natürlich immer schade. Ihre Worte vorhin übrigens, hat sie mir gesagt, alles, wo der Papa sein Auge drauf hatte, sieht gut aus. Alles, was wir als Kinder gespielt haben, sieht nicht so gut aus. Also jetzt im Nachhinein wird sie sich drüber ärgern. Ja. So, dann gehen wir mal weiter. Da haben wir das Dschungelbuch. Habt ihr das als Kinder gespielt? Wir haben das meiste gespielt. Also es sind wenig Verpackungen, die wirklich richtig gut aussehen. Aber was ich jetzt so schon sehe, ist das gut. Das können wir auf jeden Fall schon mal hier hinpacken. Das gucken wir nachher nach, ob das Innenleben und alles komplett ist. Da haben wir was Seltenes. Donald Maudie Milroyd. Auch was richtig Schönes. Und was ich so sehe, hier ist ein Aufkleber drauf, aber sieht nicht aus, als wenn ein Abriss drunter wäre. Das kann genauso bleiben. Und wir haben das Asterix. Ist jetzt kein hochpreisiger Titel, aber ein schöner Titel. Der macht Spaß. Es hat jetzt ein bisschen mehr gelebt als die anderen. Man sieht, dass es Spaß gemacht hat. Aber es sieht auch noch gut aus. Und das nächste. Asterix und Obelix. Das sieht auf jeden Fall auch noch sehr, sehr gut aus. Ja. Also ich würde sagen, schön. Dass du bei uns natürlich weniger bekommst, als das, was du bei eBay bekommen würdest, ist dir hoffentlich klar. Ich habe auch den Stress nicht. Das ist der Vorteil, ne? Also hier haben wir leider an der Nase, ich weiß nicht, ob man das sieht. Es ist tatsächlich, das habe ich hier auch gerade auch schon erklärt, wenn man so eine Verpackung hat und der, es gibt ja Sammler, die sammeln Near Mint. Es gibt auch Sammler, die sammeln sowas, weil sie es haben wollen. Und die sehen dann so einen kleinen Winzling hier. Es hat gelebt, ja, sie haben teilweise ein Alter von über 30 Jahren und dann dürfen die auch schon mal kleine Spuren haben. Wenn das dann zu geleckt aussieht, dann ist es teilweise schon zu krass. Ich würde sagen, wir gehen ans nächste ran und gucken uns das an. Da haben wir die Schlümpfe, Reise um die Welt. Hat auch ein paar Spielstunden, aber keine Abrisse. Das ist immer sehr viel wert und sieht auch gut aus. Also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem ist es wirklich traurig. Da ist es richtig traurig und schade. Weil das ist ein... Da haben wir leider auch an fast... hier haben wir was. Da ist ein bisschen was, da ist ein bisschen was. Mein Gott, es ist ein schönes Spiel. Und wenn man sowas hinterher für einen schmaleren Euro kriegen kann, dann ist alles richtig gemacht. Da haben wir einen seltenen Titel. Den kriegt man auch nicht mehr so häufig. Leider hat es da auch die Verpackung nicht so schön überlebt. Es ist halt... ne? Es hat gelebt. Es hat gelebt und sowas darf leben. So, dann haben wir hier nochmal den Exploder. Der ist jetzt nicht so mega interessant, aber er ist vorhanden. Und da kommen wir zu einem Harvest Moon. Modul sieht sehr, sehr gut aus. Definitiv. Beschreibung ist drin. Aber da sind leider auch Spuren. Da sind auch Spuren. Es fehlt tatsächlich auch hier die gesamte Lasche fehlt. Also das müssen wir auf jeden Fall auch einzeln komplett nachgucken, was wir dafür geben können. Ja, und da haben wir natürlich das Standard-Yoshi. Auch ein schönes Spiel. So, dann wollen wir mal hier die Plastiktüten entfernen. Darf ich dir das mal hier vorne hingeben? Dann können wir mal in die nächste Kiste reingucken.
Okay, die wird ein bisschen komplizierter, glaube ich. Da haben wir so ein bisschen Hefte, ein bisschen Beschreibung, Apps, Odyssey. Müssen wir nur gucken, dass wir hier nichts versehentlich platt drücken. Ja, Computerzeitschriften von Donkey Kong, Lösungsbücher. Wir haben Super Mario World, wir haben von Pokémon Stadium, wir haben von Top Secret. Ja, dann haben wir natürlich jede Menge aus irgendwelchen Zeitschriften, wenn ich das richtig sehe. Die haben natürlich, es ist Geschichte zu den Spielen, gar keine Frage, aber leider kann man sowas im Wert nicht mitrechnen. Ja, da haben wir die Flintstones. Auch da leider, ich weiß nicht, ob man sieht, man kann eine Seite aufmachen, um nur das Modul rauszuholen. Hat einen Abriss, müssen wir uns dann, wie gesagt, im Einzelnen angucken. Hier auch guter Zustand eigentlich, aber hier fehlt zum Beispiel das Inlay. Das sind Sachen, die muss ich mit auf dem Schirm haben. Das ist natürlich bei der Preisermittlung für uns immer sehr, sehr wichtig. Lucky Luke, eines der coolen Titel, mit denen man den Super Nintendo auch relativ gut testen kann, weil es macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Und dann haben wir Tim in Tibet. Verpackung könnte ein bisschen Liebe... Ja, schade. Aber, mein Gott, die wurden halt... Wie alt wart ihr damals, als ihr die gespielt habt? Oh, also ich war 4. Dann wurde damit sogar noch richtig gut umgegangen, finde ich. Dann haben wir hier natürlich das Pinocchio. Ich weiß nicht, ob man sieht. Hier oben. Ich sag mal, wenn ihr damals 4 wart, dann wurde damit noch relativ gut umgegangen. Dann haben wir hier einmal ein... ja, das war, glaube ich, mehrfach in irgendwelchen Angeboten. Also da. Es ist auf jeden Fall einiges an Aufklebern drauf. Aber es sieht nicht nach Abrissen aus. Und es fühlt sich auch an, als wenn das Inlay drin ist. Hier ist es schon fast offen gewesen. Deswegen können wir es hier aufmachen. Aber es wäre komplett mit Inlay, mit allem, was dazugehört. So finde ich das gut. Aber die Beschreibung liegt auf der falschen Seite. Wenn man die auf die andere Seite packt und nicht die Lasche ist, dann kann man da tatsächlich von ausgehen, dass man keine Knicke reinmacht. Jetzt legt man das hier vorne drunter. Und dann kann man das nämlich perfekt zusammenschieben. Weil wenn ich es auf die andere Seite, das hier auf die andere Seite packe, dann komme ich ja gegen diese Lasche hier. Und dementsprechend bleibt es dann irgendwo hängen. Das muss ich mir gleich nochmal genauer angucken. So, dann haben wir der Sonnentempel. Hat auch seine kleinen Spuren. Wie gesagt, sie hat ja gerade gesagt, wo sie war 4. Und deine Schwester? Die war 11, aber die hat tatsächlich wenig damit gespielt. Okay. Da haben wir Spirou. Auch ein cooles Game. Dann haben wir die Schöne und das Biest. Oh. Also sowas sind natürlich Spuren, die möchte man auf den eigentlich diesen Verpackungen nicht unbedingt sehen. Also ich hoffe, dass wir noch eine vernünftige, gute Summe auszahlen können. Ich denke mal ja. Und ich finde dieses Artwork von der Schöne und das Biest, finde ich einfach nur genial. Beschreibung ist mit drin. Das haben wir schon mal mit auf dem Schirm. Aber die Preisfindung machen wir gleich ohne Kamera, weil das würde den zeitlichen Rahmen doch etwas sprengen. Und dann haben wir das Yogi Bär. Auch ein schönes Spiel. Macht sogar richtig Spaß. Also ich kann es nur empfehlen. Sieht sogar noch für sein Alter gut aus. Und wir haben noch ja so ein billiges Mega Man X2 und X3 in einem. Nein, es ist Bubsy 2. Aber es macht Spaß wie Hulle. Definitiv. Richtig geiles Spiel. Und wir haben noch Gex 3D und Gex. Wäre jetzt zum Beispiel noch das Gex 3 als N64-Modul dabei, hätten wir schon alleine 200 Euro für das Modul. So, dann haben wir hier noch eins. Und zwar Illusion of Time. Eines der schönen RPGs, finde ich. Also, ich habe euch die Sachen gezeigt. Wir machen hier eine Preisfindung und ich würde sagen, weiter geht's. Wir sehen uns gleich. Ja, ich habe mir jetzt einmal alles genau angeguckt. Leider auch das Joe & Mac. Das war das erste, was ich nachgeguckt hatte. Es sind welche drin für 449 Euro von dem Joe & Mac 3. Das nackte Modul liegt bei 50 Euro. Beschreibung wäre in dem Fall dabei, liegt auch nochmal bei 20 Euro. Ich habe ihr jetzt angeboten 50 Euro, weil dieses gute Stück
Ich habe es jetzt mal in so eine Verpackung reingepackt, um ihr zu zeigen, dass man sowas eventuell vielleicht doch noch etwas hochwertiger bei eBay verkaufen könnte, weil es so ja wieder richtig gut aussieht. Da ist es ein bisschen in Form gequetscht worden, aber, und das ist das große Aber, das wird jetzt hier höchstwahrscheinlich auch für weniger weggehen, weil die Verpackung hat wirklich gut gelitten. Es ist aber zum Glück komplett mit Beschreibung. Inlay werde ich noch reinpacken, damit das Ganze wieder komplettiert ist. Es hat ein paar Abrisse, es hat ein paar Spuren. Das darf es haben, finde ich. Und da wurden es jetzt zum Beispiel 50 Euro. Aber dann haben wir natürlich auch Spiele gehabt, die wirklich im hervorragenden Zustand waren. Und das, finde ich, gehört hier rein. In so eine Verpackung. Wenigstens als Schutz. Da habe ich jetzt 80 Euro angeboten. Und das wäre komplett mit Beschreibung. Was hier fehlen würde, ist diese kleine Gabel um diesen, um das Expansionspack, wie alle anderen das nennen. Ich nenne es Extension Pack. Um das Extension Pack rauszubekommen. Die fehlt, aber da habe ich noch jede Menge von. Das werde ich komplettieren. Ja, dann waren halt, wie gesagt, solche Spiele wie Harvest Moon, wo leider. Und sie hat auch gesagt, ganz traurig, ja, ich habe sie mir angeguckt, ich habe sie bei eBay gesehen, ich habe fast geheult. Also, ja, natürlich ist sowas schade, aber wenn jemand das wirklich nur ins Regal stellen möchte, es sieht ja immer noch gut aus von der Seite. Man darf es halt nicht so hinstellen, aber so, wenn jemand seine Sammlung so stehen hat, sieht es doch gut aus. Dann passt, man weiß, man hat das Spiel da, man hat den Namen direkt draufstehen, besser geht's doch gar nicht. Ich würde sagen, wir haben uns wirklich gerade alles genau angeguckt, wir haben hart hin und her verhandelt. Sie hat bei jedem Preis, den ich aufgerufen habe, hat sie geschrien, nein, um Gottes Willen, das ist viel zu wenig. Oder was hast du gesagt? Nein, das hat gepasst. Das hat gepasst? Ja. Also die Preise, die wir aufgerufen haben, sie sind ja auch nachvollziehbar, sie konnte sie am großen Monitor mitverfolgen. Wir haben ihr bei den beendeten Angeboten auch gezeigt, wofür die Sachen im Durchschnitt weggehen. Wir haben vergleichbare Sachen gefunden und wir haben uns jetzt geeinigt auf 700 Euro. Bist du mit 700 Euro einverstanden? Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haben wir einen Deal. Tja, sie ist mit 700 Euro einverstanden und jetzt sage ich euch, wo sie herkommt. Sie kommt aus Herten. Da war gestern, am Samstag war die Retro-Börse. Also ihr könnt jetzt schon mal im Nachhinein gucken, wann das Video entstanden ist. In den Herten war letztens die Retro-Börse, da hätte sie die Sachen auch anbieten können. Da gibt es vielleicht auch den ein oder anderen fairen Ankäufer, der auch vielleicht auf die 700 gekommen wäre. Aber so hattest bei eBay Kleinanzeigen, hattest du Angebote für 200, komme ich sofort vorbei. Teilweise Beleidigungen, weil sie zurückgeschrieben hat, sorry, dafür gebe ich es nicht ab. Sie hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass manch Spiel, wie zum Beispiel das Donkey Kong, locker bei eBay 100 wert sind. Nein, das ist bei eBay nur 30 wert. Das ist natürlich der Grund, warum die Leute dann lieber mit mir verkaufen und sich dieses... Darf ich dumme Sprüche nennen? Ja. Dass man sich diese dummen Sprüche spart. Ich würde sagen, ich bewerfe sie gleich mit 700 Euro. Also nicht mit dummen Sprüchen, sondern mit 700 Euro. Ich würde sagen, Fernbedienung, weiter geht's. Mal aushusten. So, kommt Kollege gerade rein. Das erste, was ich gerade gemacht habe, ist erstmal die Batterien hier rausnehmen. Und bringt mir so ein paar Sachen mit. Er war jetzt schon zwei, dreimal hier und ich würde sagen, wir gucken einfach mal drüber, was es so im Einzelnen ist. Da hat er mir gerade schon einmal einen ganz kleinen Blick zu gegönnt. Und zwar ist es hier die PlayStation 2 in Pink mit, so wie er sagte, das hatte er mir ja schon vorher gesagt, mit Memory Card dabei. Und da haben wir einmal das ganze Set in komplett. Und der zweite Controller ist auch dabei. Das testen wir gleich. Ich habe die Memory Card noch gar nicht. Doch, habe ich gesehen. Hier ist sie. Hier ist die Memory Card. Die kriegt man mittlerweile immer seltener. Die wäre auch in dem Fall dabei gewesen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal das erste. Dann hatte er mir schon instant auf den Tisch gelegt. Controller original verpackt für die PlayStation 2. Tatsächlich für die PlayStation 3, Entschuldigung. Und zwar hatte ich solche Controller schon mal angekauft. Und zwar zu Zeiten, wo die PlayStation 3 auch noch immer wieder neue Controller brauchte. Da habe ich damals einen ganzen Karton von gekauft. Ein Zollbeamter kam damals bei mir in den Laden rein, auch als Kunde wohl bemerkt. Und der sagte, das sind gefälschte.
Woran erkennt er das? Tatsächlich, wenn ihr mal guckt, hier oben, dieser Aufkleber, hier habe ich einen Original, da ist er nicht, das ist ein Originaler, das sind leider gefälschte. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das gefälschte sind, weil alleine vom Gewicht, alleine von der Verpackung her, es ist wesentlich einfacher gearbeitet. Die, würde ich wetten, sind die gefälschten. Wenn einer meint, er sagt, das sind die Originalen, gerne in die Kommentare schreiben, aber ich bin der festen Überzeugung, das sind gefälschte. Das ist ein Originaler, die hat er mir übrigens mitgebracht. Ich gebe ihm höchstwahrscheinlich auch die gefälschten wieder mit, die kann er wieder mitnehmen. So, dann haben wir hier noch ein Stromkabel drin und dann geht's weiter, würde ich sagen. Dann haben wir hier nochmal einen Haufen. Prince of Persia, die Trilogie, auch die dickere Packung. Die Anniversary von Lara Croft. Unten noch die Legenden. Resident Evil, der vierte Teil, und zwar die Uncut-Version. Ganz interessant, weil da ist nämlich ein Modus mit drin, den ich persönlich total geil finde. God of War ist kein Megatitel, aber es macht Spaß. Dann haben wir God of War und noch mehr God of War. Dann haben wir ein Wii Sports dabei. Dann haben wir ein Wii-Spiel. Also ihr seht schon alles mal einmal komplett die gesamte gemischte Tüte. Baphomets Fluch auf jeden Fall für die Wii. Richtig cool. Jetzt wird es richtig lustig, sagt er. Das sind die Original-Seals. Mit Banderole. Okay. Die sind für mich nicht so interessant. Nein. Es sind Seal-Spiele. Bei Seal-Spielen bin ich tatsächlich größtenteils raus. Ach so. Es gibt Käufer dafür, aber wenn ich jetzt so ein Spiel für 15 oder für 50 anbiete, dann meisten sagen dann sofort, ja, da bin ich raus. Dann haben wir noch einen kleinen Karton mit irgendwas drin. Ah, okay. Hier haben wir eine PlayStation 1 mit Kabeln dabei, sogar zweimal. Zwei. Mit der PlayStation 1, nur zwei Stück davon. Und die passenden Controller dazu. Und Kabelgedöns, Netzteil. Ihr seht es schon. Es ist ein ordentlicher Batzen an Kabel dazu. So, was haben wir noch? Ja, was haben wir noch? Dann haben wir eine Switch. Da schauen wir nachher mal rein. Ich sehe aber jetzt schon, dass wir da die Variante Nummer 2 nehmen, wo ich dann nachher die Preisermittlung mache, ohne Kamera, weil das würde zu lange dauern. Wenn wir das alles mit da reinnehmen, schaffen wir maximal 2 Ankäufe pro Video. Ich denke mal, die Preisermittlung wird hier in diesem Fall locker schon wieder eine halbe, dreiviertel Stunde in Anspruch nehmen. Mhm. Weil wir gucken ja wirklich jedes Spiel nach und wollen nachher auch einen fairen Preis für ihn haben. Ich denke mal, da bist du auch einverstanden mit, ne? Ja, verstanden. Dann haben wir noch so einen Switch-Controller. Dann haben wir einen Wireless ESS-Controller. Ich glaube, der wird nicht ganz so teuer. Und hier ist auch noch einer. Und dann haben wir noch mal einen... Was ist das? Das ist aber nicht... Ist das von der Switch? Das ist von der Switch. Okay. Auch einen, der nicht original... Ist der, nee, der ist nicht original. Nein, der ist nicht original. Aber der leuchtet. Ist aber der leuchtet. Hori höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Ich habe meine Brille nicht auf, deswegen... So. Aber der leuchtet schön. Der leuchtet. Er leuchtet schön, sagt er. Er leuchtet wirklich schön. Der leuchtet wirklich schön. Guckt das an. Ja, auch. So, dann haben wir... Einmal Ring Fit. Ring Fit tatsächlich. Wenn ihr euch das kauft, seid euch gewiss, ihr holt euch richtig, richtig Muskelkater. Hab ich gemerkt. So, was haben wir noch? Er ist gerade im Akkord, die Tüten am Auspacken. Ja, das scheint es nicht ganz so geil. Da haben wir nochmal Witcher, Wild Hunt. Haben wir auch schon zwei, dreimal hier im Regal stehen. Ja, dann haben wir diesen Link Awakening. Im, er sagt, Taubzustand. Gucken wir uns gleich an. Und so. Dann kommen wir hier zu Pikmin 1 und 2, Mario Kart 8, Luigi's Mansion 3. Dann haben wir No Man's Sky, Bioshock und Oddworld. Und nochmal Donkey Kong Country, Toot, Pikmin 4, Pikmin 3 Deluxe. Also ihr seht schon, und es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Dann haben wir hier was. Billig spielen, da kriegen wir ja, mein Gott, da kannst du ja maximal 5 Euro für verlangen. Ja, ich weiß. Scherz. Ich weiß. Nicht 5 Euro. Teuer. So, dann haben wir Super Mario Odyssey, Star Wars Racers, das gab es ja auch schon damals für den N64. Ja. Dann Power Slave haben wir hier nochmal, Doom 64, hier, Achtung, da ist jemand mit Sicherheit jetzt schon wieder, Doom. Dann haben wir Quake,
2 und Quake 1 und Alien Isolation. Auch schöne Spiele. Und jenes. Dann haben wir nochmal Turok und Turok 1 und 2. Und er macht... Also, ne? Zack, zack, Ende. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ich gucke nach, was ich für die Sachen geben kann. Ich habe eine ungefähre Zahl, habe ich jetzt schon auf dem Schirm. Ich denke mal, es wird ein bisschen über 50 Euro werden. Nein, es wird mehr. Also, ich müsste eigentlich immer so... Ich muss mir irgendwann mal so ein Schild bauen, wo drauf steht, Scherz, Ironie. Also, das, was damals der Stefan Raab gemacht hat, wo dann Ironie, Scherz, dies... Manche verstehen manche meine Ironie nicht. Es ist Ironie, es wird wesentlich mehr als 50 Euro. Ich denke mal, wir werden irgendwo an die 400, 500, 600 Euro kratzen. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und ich sage euch gleich, was das Ergebnis ist. Und hier ist leer. So, wir haben jetzt einmal lange hin und her gefightet und seine Vorstellungen waren zwischen 500 und 600 oder was war es? Ja, so ungefähr. So ungefähr 500, 600 Euro wollte er haben. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich lege das mal ein bisschen zur Seite, dann könnt ihr das besser sehen. Also, 100. 200. Er kennt tatsächlich die finale Zahl nicht. Es ist wesentlich weniger geworden, als er sich vorgestellt hat. Ist halt so. Mhm. Kannst du damit leben? Damit? Nee. Aber damit kannst du leben. Nicht wirklich? Nicht wirklich. Aber damit kannst du leben. Aber jetzt ist, wie gesagt, der Ofen aus. Kannst du damit leben. Das wären 1, 2, 3, 450. Schweren Herzens könntest du damit leben. Das ja. Wäre das schon ein Deal? Ja gut, wäre ein Deal. Vier, fünf, 650. Wäre das schwere Herz jetzt schon ein bisschen leichter? Das wäre sehr leicht, das schwere Herz. Okay, dann haben wir einen Deal. Das ist aber ein Deal. Der Kollege macht spannend. Jetzt wären wir schon bei 700. Oh, das ist ein sehr guter Deal. 750. 800. Oh. Also wir sind auf 800 Euro gekommen, genauer gesagt auf 810 Euro. Jo. Es sind schöne Sachen dabei. Einige Spiele, wie gesagt, von Limited Run, die machen auf jeden Fall immer Spaß. Die machen sich ja auch die Mühe und legen alte Spiele einfach wieder komplett neu auf. Ich habe jetzt hier die 10 Euro. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 810. Ist das für dich eine Zahl, mit der du leben top, kannst? Top. Dann würde ich sagen, haben wir einen Deal. Bei dir. Es sind, wie gesagt, schöne Sachen. Ich habe sie ja gerade schon einmal alle in die Kamera gehalten. Das Zusammenrechnen, das hätte jetzt, hat grob gerechnet, irgendwo eine Stunde gedauert. Das wollt ihr nicht als Video haben. Glaube ich mir zumindest, dass ihr das nicht als Video haben wollt. Dann könnte ich immer nur einen einzigen Deal zeigen pro Samstag. Und dann würden viele Leute auf der Strecke bleiben, die natürlich auch ihre Deals in den Videos sehen möchten. Ich würde sagen, er ist zufrieden, ich bin zufrieden, wir haben einen coolen Deal. Ich würde sagen, weiter geht's. Ja, Mahlzeit, Leute. Erstmal, und zwar kommt gerade ein Kunde rein, bringt mir so ein bisschen Stuff mit, den er mir verkaufen möchte. Wo kommst du her? Rothenburg. Ja. Du darfst ruhig lauter sprechen, du bist nicht zu sehen, du bist einfach nur zu hören. Mehr ist da nicht zu... Er hat auf jeden Fall jetzt nicht die High Roller mitgebracht, aber Olympia macht wie gesagt auch Spaß. Oder Worms, auch ein schönes Spiel. Haben wir, glaube ich, sogar fast das für berechnet, was da fast schon draufsteht. Dann waren dabei die Siedler. Dann war dabei Metroid Federation Force. Schönes Spiel. Dann war dabei Monster Hunter 3 Ultimate. Und es war dabei Civilization. Da finde ich tatsächlich die schöne alte PC-Version um einiges besser als die neue Version. Ist, wie gesagt, beim Bomberman ist mir das letztens auch aufgefallen. Bei Bubble Bubble. Das habe ich letztens mal gespielt auf der Switch. Es war nicht schön. Überhaupt nicht schön. Dann hat er mir noch mitgebracht ein Mario Party in OVP. Soweit recht teures Spiel. Ich denke mal so theoretisch um die 70. Bis zu dem Moment,
wo man als Sammler sowas hier sieht, einen Abriss, dann sagt auch der Sammler sofort, da bin ich jetzt nicht mehr bei 70, jetzt bin ich bei maximal 50. Da haben wir dir 35 für geboten. Ich denke mal, für 50 geht es hier wieder weg. Für jemanden, der es im Regal stehen haben möchte, ist es gut. Ja, dann hat er noch mitgebracht, Megalomania, auch in sehr gutem Zustand. Ein paar Aufkleber sind drauf, die dürfen drauf sein, die finde ich auch in Ordnung. Er selber hat es, glaube ich, für 14 Euro gekauft und hat es mir, glaube ich, für 25 wieder verkauft. Ne? So, und dann brachte er mir noch, ja, zwei Ostereier mit. Diese Ostereier, die er mir mitgebracht hatte, waren einmal das Mortal Kombat 1 und 2. Leider in dem Fall auch hier auf der Rückseite ein Abriss dran. Ich habe es auch gerade schon einem anderen Kunden wieder angeboten. Ihm habe ich 100 geboten, beziehungsweise wir haben uns auf 100 geeinigt, dass ich ihm die gebe dafür. Und für 130 würde es theoretisch, wenn der andere Kunde es mitnehmen möchte, auch wieder weg, weitergehen. So, dann das zweite Osterei, was er mir mitgebracht hat, war das. Round Ball. Wir haben wirklich, also selten, dass ein Kunde mit den Worten kommt, ja, ich habe da keine Ahnung mit diesem Spiel. Es ist ein Sportspiel, was zwischen 60 und 130 Euro bei eBay weggeht. Wir haben uns, weil wir die drei Sachen, beziehungsweise weil wir diese beiden Sachen nicht gut finden konnten, habe ich gesagt, pass auf, da ist ein Game Boy Advance mit ausgelaufenen Batterien. Hier ist ein Kirby mit einem sehr schlechten Frontcover und noch ein Harry Potter für den Advance. Ich habe ihm jetzt für dieses Konvolut 150 angeboten und wir sind auf eine Gesamtsumme gekommen von 255 Euro. Bist du damit einverstanden? Ja. Das wäre schon mal das Erste. Er hat sich aber auch was ausgesucht und zwar zeige ich das auch mal ganz kurz. Und zwar hat er sich rausgesucht Yoshi's Story. Schönes Spiel auf jeden Fall. Pack in Time. Kann man auch nur empfehlen. Ist ein günstiges. Dann haben wir das Teenage Turtles gehabt. Da fehlt die Beschreibung. Es wird normal mit 50, 60 Euro gehandelt. Wir haben uns dann auf 40 geeinigt, weil die Beschreibung fehlt. Ansonsten ist es wirklich im sehr guten Zustand. Dann hat er noch Pocket Bomberman mitgenommen. Und er hat noch mitgenommen Aero. Lest selber. Dann hatten wir noch das Act Racer. Und wir hatten noch das Zelda The Wind Waker. Und auch in diesem Fall Beschreibung wie neu, CD wie neu. Aber hier oben hat es leider so ein paar kleine Spuren. Da ist die Hülle beschädigt. Auf der Rückseite ist es tatsächlich sogar das Cover ein bisschen beschädigt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und dadurch sind wir nicht auf 49, sondern auf 35. So, dann hatte er noch das Wonderboy Collection mitgenommen. Ich hoffe, dass das einigermaßen genauso ist wie damals auf dem Urklassiker Amiga 500 war das, glaube ich, gewesen. Ne? Er ist so leise, man hört ihn nicht. Er sagt, er glaubt es auch. Und er bezahlt für das, was er mitnimmt, 190. Heißt, ich kriege... Nein, er kriegt. Nicht ich kriege, er kriegt. Er kriegt noch von mir 55, 65, 75 Euro. Hört sich nach Plan an, ne? Hört sich nach Plan an. Dann würde ich sagen, dir. Geht. Es war ganz knapp drin. Ich würde sagen, weiter geht's. So, das war's mit dem heutigen Samstagsvideo. Ihr habt einen Meme dazwischen gesehen und zwar vom Redeemer. Dafür ganz lieb danke, dass ich das nutzen darf. Ich habe ihn gefragt gehabt, ob das für ihn in Ordnung geht, dass ich das nutze. Dieser Meme tatsächlich mit dem Abriss auf der Xbox-Kamera, Kinect-Kamera. Also als ich das erste Mal gesehen habe, das ging wirklich, boah, das war so, das tat richtig weh. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gedacht habt in dem Moment, wo ihr, wenn ihr das erste Mal gesehen habt. Kann ja sein, dass ihr es schon mal beim Redeemer gesehen habt, aber wer es das erste Mal gesehen hat, es tat mega weh. Aber das ist ja zum Glück nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme, dass sowas noch passiert. Ich würde sagen, das war ein schöner Samstags, also ein schönes Samstagsvideo. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran gehabt. Und ich würde ganz einfach sagen, ganz lieben Dank für euren Support. Wer gerne möchte, gerne einen Daumen da lassen, gerne einen lieben Kommentar reinschreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Mittwochsvideo. Und zwar, das wird dann die Thematik sein. Da war ich, wie gesagt, in Solingen und ein anderer Kollege war nochmal woanders unterwegs. Wir waren auf jeden Fall weit über 500 Kilometer durch die Gegend geeiert, nur um das zu kriegen, was hinter mir steht. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Mittwoch.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes Restwochenende. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.